Die Dame ist gegenüber dem Springer, aber das können wir jetzt noch nicht. Ja, wir könnten es rein theoretisch schon lösen. So, da ist der Turm. Und hier ist der Bauer. Der Turm ist neben dem Springer. Haben wir ja. Aber nicht gegenüber der Dame. Das heißt, die Dame kann nicht da sitzen, sondern muss rein theoretisch dahin. Oh, Moment. Der König ist neben der Dame, aber gegenüber dem Springer. Also da kommt dann der König hin, so wie ich das jetzt verstehe. Der König ist neben der Dame. Ach, keine Ahnung. Müssen wir ausprobieren. Erstmal die suchen, bevor wir ja anfangen, das Rätsel zu lösen. Genau, Heilung. Und ich überlege mir gerade, denn ich weiß ja, was uns erwartet, nochmal Heilung mitzunehmen. Aber Heilung, die uns schützt, also nicht dieses Erste-Hilfe-Spray. Weil diese komischen Blibberviecher, die sind schon hammerhart. Und wir wissen, dass wir jetzt mehr von dem Besuch bekommen. Und vorsichtshalber nehmen wir die zweimal mit Schutz mit. Oder? Ich überlege mir hier die Pistole liegen zu lassen erstmal, weil die braucht man jetzt gerade nicht. Wir haben keine Munition dafür. Und die würde bei den Gegnern hier unten so ungefähr fast gar nichts mehr bringen. Ich schmeiß mal raus. So, und vorsichtshalber nehmen wir entsprechend mehr Heilung mit. So, jetzt haben wir 7 Slots frei. Das sollte an und für sich reichen. Vielleicht wird es eine scheiß Idee sein mit der Mathilda. Aber bis jetzt haben wir hier keine Munition mehr groß gefunden. Und so gute Dienste hat die uns auch nicht wirklich geleistet. Wir speichern ab, vorsichtshalber. Okay, die Liste ist voll. Fangen wir wieder oben an. Und dann wollen wir mal König und Königin holen. Aber das ist natürlich lustig, dass die das Rätsel beim Leon geändert haben. Also ich meine es, zumindest, dass es ein anderes ist. Jetzt hier mit den Springern, dass die Kombination eine andere ist. Ich bin jetzt nicht tausendprozentig sicher bin, aber ich meine, da war der Springer da, wo auch das Symbol unten war, oder? Ich weiß es nicht mehr. Verzeiht es mir. Wie kamen wir denn jetzt dahin? Wir mussten hier mit dem Aufzug fahren, ne? Obwohl, Moment. Ne, mussten wir nicht. Ah, ich bin doch dumm. Ich hätte doch da vorne lang gehen können. Stimmt, wir hatten doch einen Shortcut gemacht. Ich wäre zu geil gewesen, wäre den 3 Zombies in die Arme gelaufen. Aber hier war doch ein Shortcut. Wir passen aber trotzdem auf, weil die könnten trotzdem hier unten rumlungern. Mann, was sieht das hier eklig aus? Aber wir haben anscheinend Glück.
liegt es auch nicht mehr rum. Oh, der Klangteppich ist auch geil. So, und ich bin mal gespannt, ob unser Zombie-Freund da vorne sitzt. Liegen bleibt. Okay, da liegt noch einer. Uah. Und kein Messer zum Pieksen. Aber falls... Uah, das ist ja ekelhaft. Uah, das ist ja voll Alien-mäßig. Oh mein Gott. Das wird ja immer schlimmer. Uah, das ist ja wahr. War das bei Claire auch? Alter. Ich glaube ja, ne? Das ist ja voll Alien-mäßig. Boah. Und du bleibst hier bloß liegen. Oder ihr, vielmehr. Ich will hier gar nicht runter. Ich will hier bleiben. Drei Schuss nur mit dem Schrotgewehr. Das ist sehr wenig. Aber dafür haben wir 11 Schuss mit dem großen Rabatt. Rabatt zum Mann. Und wir haben noch eine Granate. Die dürfen wir nicht vergessen. Wir gehen runter. Wir müssen ja runter. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele waren hier unten. Hier waren 2 oder 3, ne? Was wir auf jeden Fall machen müssen. Also ich. Jeden Schuss ins Ziel bringen. Ja, ich höre ihn schon. Der Score ist ja der Hammer. Okay, da vorne ist schon der Erste. Ich überlege gerade, soll man den schon mal anhusten? Das da oben, das Gedärm, das bewegt sich auch. Ist ja... Also das ist echt hier mega gruselig. So, ich überlege mir gerade jetzt mit der Pistole den hier schon mal anzuhusten. Und dann... mit der Magnum ins Auge zu schießen, weil da wird der am verwundbarsten sein. Und wenn alle Stricke reißen, kriegt er eine Granate vor die Schnüss. Soll man das so machen? Es hat eine Strategie. Es ist eine Scheißstrategie, aber ich versuche es trotzdem. Okay. Nummer 1. Nummer 2. Und das war's auch schon. Okay, die Strategie war gar nicht mal so blöd. Die war gut. Aber ich muss sagen, der Score ist ja der Hammer. Da hinten leidet immer noch einer an Asthma. Und ich muss auch sagen, die Magnum ist ja der Superwahnsinn. 2 Schuss und dann ist so das Vieh ja schon platt. Okay, der zeigt hier gar nicht an, wie wir gehen können. Der zeigt einfach nur den Kanal an. Okay, da ist er. Okay, den müssen wir... Gibt da denn hinten nicht nachher noch ein Dritter raus? Okay, der ist getriggert. Okay. Okay. Oh!
Okay, den haben wir erledigt. Und ich habe noch ein bisschen Munition gespart, hoffe ich. So, wir haben jetzt noch 7 Schuss mit der Magnum. So, und rein theoretisch müsste hier unten noch irgendwo was liegen, weil der Raum ist ja rot. Wir schauen uns um. Und ich hoffe, dass wir hier nicht noch irgendwem über die Füße laufen. Magnum-Munition. Wunderbar. So, ist da jetzt... Okay, der ist erledigt. Sehr schön. Okay, dann treiben wir uns hier auch nicht lange in den Ecken rum. Weil wenn der rot ist, dann ist hier noch was. Aber wenn er jetzt blau ist, habe ich... Okay, wir laufen an dem vorbei. Wir laufen an dem vorbei. Und da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie. Du kannst mich mal. Okay. Okay, ob das jetzt eine gute Idee war, an dem vorbeizulaufen, weiß ich nicht. Werden wir herausfinden. Vorne ist wohl nichts. Ja, ja, der Zombie, der kommt jetzt hier auch rein. Okay, da geht's lang. Soll er ruhig machen. Okay, da ist ein rotes Kraut. Lass mal erst noch im Regal. Machen wir auf dem Rückweg. Sodale. Genau, das ging nicht auf. So, dann mussten wir, glaube ich, da durch, ne? Und da kamen wir nachher wieder zum Schluss raus. Genau, da muss die Königin rein. Genau. Aber wir müssen hier einen Schirm haben. Das ist die Königin. Dass wir da oben den Zombie auch noch liegen haben, den wir rein theoretisch jetzt runterpupsen könnten. Ich habe jetzt die Befürchtung, wenn ich die Magnum direkt nehme, dass wir den nur verletzen. Mach mal anders. Wir warten, bis der vor uns steht. Und dann kriegt der eins mit dem Schrotgewehr vor die Rübe. Okay, da liegt noch einer. Ah. Och nö. Och nö. Okay, hier ist auch nochmal ein Heilkraut. Das nehmen wir jetzt direkt mit. Okay, wir müssen die Königin hier einsetzen. Ich befürchte... Ich hatte jetzt befürchtet, dass der aufsteht. Der hat aber auch nichts für uns. So, und der hängt jetzt, glaube ich, hier oben drüber, ne? Genau. Genau, und dafür braucht man den König, denn da ist dieses Impulsgewehr. Zack. Ja, es war klar, dass der jetzt aufsteht, aber das ist mir egal. Der ist jetzt erstmal da unten. So. Der König. Genau, es ist das Ding nämlich zu. Hier oben war sonst nichts mehr, ne? Wir setzen den König dann nochmal ein. So, jetzt geht das Ding ja wieder auf.
So, und der Zombie, der muss ja jetzt hier irgendwo sein. Genau. Habe ich mir nämlich gedacht. Und der andere steht nämlich auch. Die sind nämlich ja schon zu zweit. Verdammte Scheiße. Und du bist ein Heini. Weil ich habe hier nämlich eine ganz dolle Strategie. Obwohl, ich glaube, so doll ist die Strategie gar nicht. Eine ganz dolle Strategie vor. Was aber blöd war. Obwohl, so blöd war sie gar nicht. Aber ich hätte gern den anderen auch noch getriggert. Großartig. Ja, werden wir erledigen müssen. Das Problem ist, ich habe jetzt, natürlich möchte das Impulsgewehr gleich haben und dafür brauche ich den König. Das heißt, ich muss das Tor jetzt zumachen, aber ich muss hinten wieder in die Ecke und wenn der Zombie da ist, müssen wir uns dem eh stellen. Das heißt, wir holzen dem jetzt die Rübe runter. Okay, das war jetzt eher nur die Hand und der steht immer noch. Mann, 3 Schuss. Mist. Mal ist die Rübe sofort runter, mal nicht. Ja, wir setzen den da nochmal ein. Weil ich weiß, wenn ich jetzt hier runterspringe, steht der eine Zombie direkt parat. So, das wäre nicht schlecht, wenn du hier reinkommen würdest. Ja, komm. Ja, komm. Komm, mach so fein. Wir machen das jetzt total fuchsmäßig. So. Der will jetzt hier hin. Wir springen hier runter. Okay, das war falsch. Hier rein. So. Benutzen. So, hol uns das Ding. Na komm. Okay, das ist ein chemischer Flammenwerfer. Ist ja gar kein Impulsdingens. Okay, das ist natürlich sehr schön. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus, ne? Das Heilkraut ist über uns. Okay. Dann. Obwohl, das könnten wir hier aufmachen. Genau, mach auf. So, zack. Tür zu. Denn den Zombie sperren wir jetzt hier ein. Ah. So, zack. Tür zu. Okay, das war eine blöde Idee. Wir müssen da hinten raus. Okay, das hat jetzt nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Was braucht man denn jetzt hier? Wir brauchen da den König. Hä? Okay, wir machen jetzt hier so viel Lärm. Okay, die Königin. Der König war hier, aber... Hä? Moment. Oh, dann geht die doch wieder zu. Wie soll ich... Hä? So, und das ist von der Seite. Königin. Hä? So,
So, es ist das Ding zu. Wieso kriege ich das denn jetzt gerade irgendwie nicht gepeilt? So, und das funktioniert nicht. Genau. Ach, Moment. Ja. Okay, alles klar. Hm. Ja, ich hab's verstanden. Stimmt, wir haben hier dich hier vorne noch. Genau, jetzt gehst du auf. Da wir dich aufgemacht haben. Ach Mann. Hä? So, das peile ich jetzt gerade irgendwie nicht. Jetzt habe ich auch irgendwie einen Knoten im Kopf. Ja, ich habe natürlich immer noch den blöden Zombie da oben im Kopf, der die ganze Zeit im Kreis läuft. Okay, König. Ach, alles klar. Okay. Ja, okay, alles klar. So, Tür zu. Ja, alles klar. Ja, ich hatte jetzt gerade echt voll den Knoten im Kopf. So, und jetzt müsste der Raum erledigt sein, genau. Und wir schmeißen... Okay, jetzt haben wir aber richtig viel Heilung dabei. Kombinieren damit. Kombinieren damit. So, jetzt haben wir satte 4-mal Heilung dabei. Wow. Chemischer Flammenwerfer. Eine Waffe von Umbrella, die mit Druckgas glühend heiße Flammen produziert. Tragbar, nachfüllbar und belastbar. Voll die Werbekampagne. Gut, dass wir die Matilda da gelassen haben. So, rein theoretisch verdammte Scheiße. Müsste jetzt hier mit dem Flammenwerfer die Viecher ziemlich gut in Schach zu kriegen sein. Aber wir behalten mal nochmal im Hinterkopf. Hier ist noch ein Zombie. Sein, der ist wieder zurückgegangen. Das wäre natürlich super. Der ist wieder zurückgegangen. Okay, der erste Zombie. Okay, den haben wir sicher von hinten erledigt. Hat zwar 4 Schuss gebraucht, aber egal. So, weil den Flammenwerfer möchte ich für jetzt gleich. Denn ich weiß, was hier noch kommt. Also ich nehme mal an. Und diesmal bin ich besser darauf vorbereitet. Und jetzt bin ich mal gespannt, was der Flammenwerfer hier für eine Arbeit leistet. Okay, da ist ein Zombie. Okay. So, weil der stand mir jetzt im Weg. Falls wir uns doch zurückziehen müssen, möchte ich mich gerne da oben drauf. Teufel,
Kampf erledigt. Alter, der ist ja geil. Ja, leck mich doch ne Tisch. Der Flammenwerfer ist ja der Hammer. Ja, das ging mit der Claire nicht so easy. Super Musik, hat super geklappt. Und wir haben gerade mal ein Viertel davon verbraucht. Ja, ich denke mal, so viel Gas werden wir hier auch nicht mehr bekommen. Aber das Ding ist mega gut. Und ich denke mal, ich hätte noch ein bisschen sparsamer mit umgehen können, aber ja. Ist auch so nicht schlimm. Und vor allen Dingen, es hat auch nicht wirklich irgendwas an Lebensenergie gekostet. Da bin ich auch mal happy drüber. So, ich schmeiß mal hier ein paar Sachen raus, denn so viel Heilung brauchen wir nicht. Verstauen. Verstauen. So, die geht dahin. Der Flammenwerfer kommt dahin. Denn die Mathilda lasse ich jetzt erstmal aus dem Inventar. Die, da haben wir eh keine Munition für. Die bringt uns nichts. Okay, die Bauteile brauchen wir. Und genau, wir brauchen ja noch die zwei. Genau. So, und das müsste jetzt eigentlich soweit alles sein. Speichern wir direkt mal ab. Und ich würde sagen, wir machen für heute mal Schluss. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet und wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet oder wenn ihr es noch nicht gemacht haben solltet, ein Abo geben würdet, würde ich mich auch mega darüber freuen. Wie gesagt, dicken Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!